Die Standardausgabe der Bibel nach Martin Luther umfasst rund 1300 Seiten. Eine komplette Lesung würde mehr als 80 Stunden dauern. Hat darauf heute noch jemand Lust? Warum ein so altes und so dickes Buch lesen? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser Nachgefragt-Sendung. Bei mir ist Sven Fockner, der ein Bibelstudieninstitut leitet. Kurz gesagt, er animiert Menschen hauptberuflich zum Bibellesen. Schön, dass du da bist, Sven. Danke. Ist es so eine Herausforderung, Menschen zum Lesen von langen Texten zu animieren? Heutzutage werden ja gerade mal so die Spiegel.de-Titelzeilen gelesen, nicht mal der Text. Ja, das stimmt. Also es ist eine Herausforderung, weil sich das doch in den letzten Jahren rapide geändert hat, was das Lesen angeht. Das Internet setzt immer mehr auf Videos, ja, und wie gesagt, bei Spiegel die Titelzeilen, dann vielleicht noch die Bilder. Die Fotoserien schaut man sich an, aber darüber hinaus lesen die Leute oder zumindest breite Bevölkerungsschichten immer weniger. Und dann so ein dickes Buch wie die Bibel zu lesen, das ist schon eine Herausforderung, die Leute dazu zu motivieren. Und warum sollte man das überhaupt tun, dann zur Bibel greifen, wenn man überhaupt liest, dann gleich sich so einen dicken Schinken aussuchen? Genau, das ist jetzt eben die Frage auch so. Wofür wollen wir beim Bibelstudieninstitut motivieren? Geht es uns einfach um das Lesen so als zivilisatorische Grundfähigkeit, die ohne Zweifel wichtig ist? Ich glaube, dass das auch viel schwieriger ist. Ich glaube, über Inhalte lässt sich leichter motivieren, zu sagen, okay, das ist was Spannendes, lies mal, als zu sagen, lies, weil Lesen ist wichtig. Und da komme ich dann zu der Frage eben, warum sollte man die Bibel lesen? Sie ist ja schon ein besonderes Buch. Die Geschichten oder Erfahrungen, die Berichte, die da drin stehen, sind, würde ich mal sagen, nicht alltäglich, ja, sondern stellen ganz steile Thesen mitunter auch auf, über Gott, über die Welt und so weiter. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die Bibel inhaltlich heute immer noch sehr relevant und sehr interessant sein kann und es sich lohnt, sie zu lesen. Ja. Aber geht man dann wirklich nur zu den spannenden Geschichten? Oder fängt man dann vorne an und liest mal so los? Die Versuchung ist natürlich groß und wird ja auch oft gesagt, man kann die Bibel lesen wie jedes andere Buch, vorne anfangen, reinlesen. Aber das klappt, glaube ich, so die ersten zwei Bücher, 1. und 2. Mose, das geht noch. Aber dann merkt man, glaube ich, dass die Bibel eben nicht einfach eine Geschichte erzählt wie ein Roman, sondern dass da ganz verschiedene Genres vorkommen. Ja? Geschichtsbücher, Gedichtsammlungen oder so, philosophische Abhandlungen, Briefe. Und dass man da schon, glaube ich, bisschen ja, Anleitung braucht, durchaus. Ja, und sagen kann, okay, lies mal die ersten zwei Bücher und dann lies vielleicht da weiter. Den Teil kannst du später mal angehen. Der ist auch sehr, sehr komplex, sehr aus einer anderen, ganz anderen Zeit, anderen Kultur. Da brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Hintergrund. Und von daher, ich würde schon dafür plädieren, die Bibel in ihrer Gesamtheit zu betrachten und zu lesen. Aber sie von vorn bis hinten am Stück durchzulesen, ist zumindest für Anfänger vielleicht nicht gerade die empfehlenswerteste Strategie. Dann, wenn man schon geübt ist, dann kann man das mal so machen. Ja. Weil ja, die Geschichten dann vielleicht wirklich irgendwo anfangen und dann an anderer Stelle weitergehen oder ergänzt werden. Ja, auf jeden Fall, genau. Und wenn man über David liest, ist es dann auch mal spannend zu sehen, was hat er denn zum Beispiel an Liedern uns überliefert oder hinterlassen. So, ja? Wenn ich aber natürlich David nicht kenne, habe ich wenig Bezug zu diesen uralten Gedichten. Ja? Und so kann man dann Stück für Stück wie so ein Puzzle die Teile zusammenbauen. Ja. Und ihr helft den Menschen dabei, das zu verstehen. Das weiß man ja alles gar nicht, wenn man vielleicht noch nie in der Bibel gelesen hat. Ja. Die Idee dieses Bibelstudieninstitutes ist ja nicht neu, ist jetzt nicht erst aufgekommen in den letzten Jahren des Nichtlesens vielleicht, sondern wirklich schon alt. Kannst du mal was zur Geschichte erzählen? Ja, also die Geschichte geht weit zurück, bevor ich geboren wurde, bevor mein Vater geboren wurde sogar, hat das Bibelstudieninstitut begonnen, 1948, und kam eigentlich als, sage ich mal, Begleiterscheinung der Radiosendungen damals. Es gab christliche Radiosendungen des Radiosenders Stimme der Hoffnung und die Rückfragen der Zuhörer waren dann derart zahlreich irgendwann, dass man gesagt hat, okay, jedem Einzelnen jetzt einen Brief zu schreiben oder seine Fragen zu beantworten, das ist zu zeitaufwendig und die Fragen wiederholen sich ja auch. Also hat man dann einfach begonnen, Materialien zusammenzustellen und zu sagen, okay, hier ist was, da kann man rausschicken, die Grundthemen der Bibel einfach mal so erklärt, die Grundfragen besprochen, Grundaussagen zusammengefasst, solche Materialien wurden erstellt.
Und so hat das dann begonnen damals mit diesem Bibelstudieninstitut. Also wirklich eine lange Geschichte und ja, offensichtlich ja auch ein Interesse. Es gibt das Bibelstudieninstitut. Es gibt es immer noch. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, die Leute haben, die Zeiten ändern sich, aber die Grundfragen des Lebens, die Grundsorgen bleiben, glaube ich, schon gleich. Und die Menschen suchen Antworten. Und die Bibel möchte Antworten geben. Also denke ich, dass auch da Interesse bleiben wird in Zukunft. Ja. Was ist deine Aufgabe heute als Leiter dieses Institutes? Also als Leiter bin ich jetzt nicht so direkt mehr involviert im Beantworten von Fragen oder im Aussenden von Materialien, sondern ich kümmere mich eher so, sage ich mal, um die ganze Organisation hinter den Kulissen, dass der Laden läuft. Wir sind 8 Pastoren, die da Vollzeit sozusagen arbeiten. Da müssen Dinge im Hintergrund geregelt werden, auch Materialien, was brauchen wir noch, was fehlt uns noch in unserem Angebot, was ist vielleicht veraltet, muss überarbeitet, muss aussortiert werden. Solche strategischen Überlegungen, das ist jetzt eigentlich so mein Alltagsgeschäft geworden. Jetzt sagst du, ach, Pastoren, das heißt, wenn jemand euch schreibt oder anmeldet, dann ist der wirklich ein Pastor, der dort antwortet. Richtig, absolut. Ja. Also das würde ich auch sagen, ist unser großes Alleinstellungsmerkmal. Das ist also kein automatisches System, das irgendwie einfach Hefte rausschickt, sondern da sitzen Menschen dahinter, die kann man kennenlernen, die kann man ansprechen, denen kann man Fragen stellen und die antworten dann auch ganz persönlich. Ja. Also das ist ihr Job. Spannend. Das Bibelstudieninstitut ist genauso wie der Hope Channel Teil eines Medienzentrums, deshalb kennen wir uns auch. Ja. Weil, wieso macht das Sinn, ein Bibelstudieninstitut in einem Medienzentrum anzusiedeln? Mhm. Also geschichtlich, wenn man das weiß, den Hintergrund, wie es entstanden ist, macht es eigentlich schon mal sehr viel Sinn. Über diese vielen Jahre war es aber nicht immer im Medienzentrum. Es hat sich dann eine Zeit lang getrennt, war an einem anderen Ort. Jetzt ist es wieder im Medienzentrum und ich finde das insofern sehr gut, als die Inhalte nicht nur heute, sondern eigentlich schon immer ja unabhängig von den Medien kommuniziert werden können. Also man kann über die Bibel, über den Glauben, übers Fernsehen etwas vermitteln, übers Radio, übers Internet vermitteln oder eben auch über gedruckte Kurse. Und wenn man sich da zusammentut und an einem Strang zieht, entstehen sehr viele Synergien, die, glaube ich, für alle Beteiligten von Vorteil sind. Ja. Mhm. Klassischerweise denkt man so bei Bibel ja wirklich an dieses Buch, ja, was alter Schinken ist, der so auf dem Tisch liegt. Aber an sich hat das Medium ja, die Medien wandeln sich ja auch. Es gibt heute viele Medien, über die man auch die Bibel an sich jetzt, lesen kann, nicht nur ein Buch. Gibt es viele Menschen, die so an diesem Medium hängen und denen es schwerfällt, sich darauf einzulassen? Auf die neuen Medien sozusagen? Also wenn ich mich so umschaue auch, ich bin immer wieder mal in Gottesdiensten und so, in Gemeinden und da beobachte ich, dass die Leute eigentlich recht selbstverständlich ihr Smartphone aus der Tasche ziehen und die Bibeltexte dann nachschlagen. Ja. Trotzdem haben die meisten, die das machen, doch noch irgendwo das Buch, ja, bei sich zu Hause und wenn sie sich intensiv damit auseinandersetzen wollen, dann greifen sie zum Buch. Und ich würde sagen, das wird sich auch so schnell nicht ändern, meiner Meinung nach, denn also Medien sind ja nicht neutral. Okay, das ist jetzt vielleicht eine medientheoretische Diskussion, aber es gibt ja diesen berühmten Satz von Marshall McLuhan, the medium is the message. Also das Medium trägt zur Botschaft bei, beeinflusst die Botschaft. Ja? Und die Bibel ist als Schriftstück, als Buch entstanden. Und ich glaube, wenn man sie jetzt überträgt in einen Jesus-Film oder eben in ein Comic oder was auch immer, dann ist das immer eine Interpretation dessen, was da jetzt steht. Ich muss es interpretieren, um es ins andere Medium zu übertragen. Und dann ist natürlich die Frage, ist es richtig interpretiert worden? Ja, also wenn ich jetzt einen Film von etwas mache, was eigentlich aufgeschrieben wurde, muss ich an vielen Stellen Lücken füllen, muss ich mir Gesichtsausdruck überlegen von den Leuten. Das ist nicht beschrieben, ja. Und dadurch trage ich bei zu der Botschaft. Und ich glaube, am Ende, das Kriterium, wie war es denn wirklich, ist dann doch immer der Text, ja, der geschriebene Text. Und deswegen
Obwohl das andere alles nützlich und super ist, glaube ich, am Ende bleibt uns der Text auch noch in Zukunft. Ja. Aber braucht man denn wirklich einen Pastor, um zurückzugehen? Weil es gibt ja zum Beispiel auch verschiedene Bibelübersetzungen. Ja. Selbst die sind ja schon eine Interpretation. Absolut. Ja, genau. Ist ja auch ratsam, die durchaus zu vergleichen und zu sagen, okay, hier der hat so interpretiert, der hat so interpretiert. Sehe ich da Widersprüche, sehe ich Schnittmengen? Und dann sich so zu versuchen, dem Originaltext zu nähern. Ja. Also es kann eine Chance sein, sogar etwas über den Text, Originaltext zu lernen, ja, auch wenn man den gar nicht lesen kann. Jetzt. Genau. Also ich bin ja nicht gegen andere Medien und so, im Gegenteil. Ich glaube, die sind gut und können auch hilfreiche Schritte oder Einstiegsschritte sogar sein. Ja? Und vielleicht mal ganz neue Gedanken bringen, die man so noch gar nicht gesehen hatte im Text. Trotzdem, glaube ich, ist die Frage am Ende dann, lässt der Text das zu? Oder ist es ein Widerspruch zum Text oder zum Zusammenhang? Ja. Mhm. Und es ist ja auch wirklich die Frage, macht man so einen ersten Schritt auf die Bibel zu oder geht man wirklich ins Studium hinein? Zum Beispiel gibt es ja die Basisbibel, das ist eine, sag ich mal, Version der Bibel, kurze Sätze, klare Gliederung, dass man es gut auf dem Smartphone lesen kann, aber ist vielleicht gut zum Einstieg und dann guckt man nochmal eine andere Version auch an. Absolut, also ich mag konkret die Basisbibel sehr gerne. Der Punkt ist halt eben, ich glaube halt, der ursprüngliche Text in Hebräisch und Griechisch, in dem die Bibel geschrieben wurde, da wurde sehr viel auch an Sorgfalt hineingelegt in die Art und Weise, wie die Sachen formuliert wurden. Also für mich, ich vergleiche es mit einem Kunstwerk. Ja, jetzt kann ich eine Comic-Version von der Mona Lisa machen und die ist den Leuten auch sofort zugänglich vielleicht. Aber sie ist nicht das Gleiche wie das Gemälde. Ja? Also zum Beispiel bei modernen Übersetzungen, kurzen Sätzen, leicht zu verstehen, die hebräischen Texte arbeiten sehr viel mit Wiederholungen und die werden meist rausgefiltert. Ja? Und dann sieht man nicht mehr, wo hat der Autor denn seinen Schwerpunkt gelegt, ja? Weil er ein Wort immer wieder wiederholt, sodass es uns richtig reinhämmert. Und wir gleichen das dann aus, machen das schön und dadurch verstehen wir es besser, aber wir verpassen vielleicht auch manches. Und deswegen würde ich da sagen, ja, am Ende braucht man so den altmodischen, schweren Text und muss damit arbeiten. Okay, richtig mal reingehen. Ihr habt jetzt ein Angebot für verschiedene Bibelkurse, also dass man wirklich auch mit dem Text arbeitet, verschiedene Themen. Welche Themen habt ihr denn im Angebot? Es sind inzwischen eigentlich eine ganze Bandbreite, wahrscheinlich fast zu viel, um es hier aufzuzählen. Was wir natürlich haben, schon seit Jahren mit guter Tradition, sind zwei Einstiegskurse, würde ich mal sagen, so für Leute, die sagen, Bibel, Glaube, Christentum, was hat es damit auf sich? Die sind dann relativ einfach gehalten, knapp und so. Man kann da sich zügig durcharbeiten und bekommt mal so einen ersten Eindruck. Ja, wie heißen die? Das eine wäre der Start ins Leben-Kurs, den habe ich hier auch mal mitgebracht, das erste Heft zumindest. Das andere wäre der Discover-Kurs. Beide kann man auch auf unserer Homepage inzwischen online machen. Also man muss nicht dieses Papier sich nach Hause schicken lassen. Dann haben wir natürlich auch verschiedene Kurse für Leute, die sagen, okay, mich interessiert mehr so, wie lebe ich denn meinen Glauben praktisch aus? Da könnte man den Kurs Leben mit Christus oder den Kurs Das Vaterunser erwähnen. Wir haben Kurse für Kinder und Jugendliche, Tipps für Kids, Tour of Life, Yes-Kurse, die auch speziell von jemandem betreut werden, der gut mit Kindern umzugehen weiß. Und dann haben wir natürlich fortgeschrittene Kurse, wie jetzt den Römerbrief oder hier habe ich mitgebracht die Offenbarung, ein sehr kompliziertes Buch am Ende der Bibel. Das ist, glaube ich, für jeden dann, auch wenn man sagt, ich bin schon lang Christ, ich bin schon lang gläubig, ich kenne die Bibel auch schon, kann man sich trotzdem damit auseinandersetzen, sehr, sehr gewinnbringend, denke ich, ja. Also sind nicht nur Einsteiger, die euch schreiben oder erreichen? Also im Gegenteil. Also ich glaube, wir haben eine sehr große Bandbreite von Leuten, die wirklich gar nichts wissen, bis zu Leuten, die schon seit Jahrzehnten eigentlich die Bibel studieren und trotzdem immer wieder kommen, sich immer wieder melden und sagen, ah, es gibt einen neuen Kurs, der interessiert mich. Zum Beispiel der Paulus-Kurs, den haben wir dann auch auf DVD rausgebracht. Also da gehen wir schon den Schritt in ein neues Medium rein und versuchen begleitend zum Text auch die Bilder zu bieten über die Apostelgeschichte. Und da kann man viele Leute und machen den, obwohl sie schon lange gläubig sind. Ja. Auch Kleingruppen, Hauskreise oder so benutzen diese Dinge. Ja. Also es ist wirklich Material, was man für sich selber benutzen kann, aber auch in der Gruppe, vielleicht in einer kleinen Kirchengemeinde. Ja, auf jeden Fall, ja, denke ich schon. Wie finden euch denn die Menschen oder wie finden die Themen die Menschen? Also wo ist da die Schnittstelle? Also das ändert sich auch gerade. Über Jahre war es so, dass Leute, die
eigentlich begeistert waren von diesen Angeboten, das an andere weitergegeben haben. Oft auch einfach dann unsere Flyer genommen haben und in Briefkästen verteilt haben in ihrer Nachbarschaft, weil sie es so gut fanden. Ja. Das geht ein bisschen zurück und es verlagert sich alles mehr ins Internet. Also wir merken, dass die meisten Anmeldungen heute übers Internet kommen und über Werbeanzeigen in Suchmaschinen und so weiter. Also das ist auch gerade so ein Shift in den letzten Jahren. Ich würde sagen, ja, übers Internet kommen die meisten Leute zu uns. Und was suchen die dann? Die Suchbegriffe sind ganz unterschiedlich. Manche wissen auch sehr konkret schon, die wollen zum Bibelstudieninstitut, die geben das ein, die kommen dann und melden sich an. Andere landen mit Suchbegriffen wie Gott oder Glaube oder vor allem natürlich Bibel verstehen. Das sind so die Anfragen, wo dann unsere Seite relativ weit oben erscheint. Und dann manche klicken sich dann durch und bestellen sich was. Man kann das ja auch online sich angucken, die erste Lektion lesen. Und wenn es einem gefällt, dann bestellen. Ja. Mhm. So läuft es. Und dann hat man diesen regelmäßigen Kontakt mit seinem Pastor, ja, nenne ich es mal. Genau. Man kann ja auch wirklich seine echten Fragen stellen. Also es ist nicht nur so eine trockene Wissensvermittlung, so lies mal das, sondern man kann ja auch Rückfragen stellen. Und teilweise habt ihr die auch veröffentlicht auf eurer Homepage. Was sind das denn für Fragen, die so Menschen bewegen? Vorhin hast du gesagt, das sind eigentlich immer noch die gleichen Fragen von früher. Ja, spannenderweise. Kannst du da mal einen Einblick geben? Also wenn man auf unsere Homepage geht, dann kriegt man eigentlich relativ schnell einen Eindruck, was Leute fragen. Es gibt dort eine Kategorie über das Alte Testament, über das Neue Testament und über Lebensfragen. Und Altes und Neues Testament sind, glaube ich, 20 so Antworten, die immer wieder kommen, so frequently asked questions. Und bei den Lebensfragen sind es 102. Also das ist eindeutig der Schwerpunkt. Natürlich immer mit einer biblischen Perspektive. Ja? Also die Frage, was sagt Gott zu dem Thema Familie oder Erziehung oder Beziehung ist ein ganz großes Thema, so Partnerschaft. Ja? Aber auch Fragen, so persönliche Betroffenheit. Ich habe jemanden verloren. Was ist denn jetzt, ja, mit der Person? Wie geht es weiter nach dem Tod? Das sind Themen, die da ja, doch recht häufig kommen. Ja. Und wie ist es dann, wenn man dann so eine Antwort schickt, geben sich Menschen dann zufrieden? Oder ich kann mir vorstellen, wenn man so einen persönlichen Kontakt hat, dass man auch in fast so eine seelsorgerische Betreuung kommt, gerade wenn vielleicht jemanden verloren hat und sich fragt, wie geht es weiter? Ja, durchaus. Kommt? Also es gibt Leute, die wollen einfach nur eine Information und sind dankbar, wenn sie die bekommen und das war's. Viele unserer Teilnehmer nutzen aber dann auch die persönliche Beziehung, die entsteht mit der Zeit, um wirklich einfach auch Dinge zu besprechen, per E-Mail oder per Post. So, ja. Gerade jetzt unser Trauerkurs, den wir aktuell zur Hope Channel Themenwoche angeboten haben, ist natürlich ein Kurs, wo sehr viel Seelsorge dann passiert. Ja. Aber das ist abhängig, wie man es möchte, wie der Teilnehmer sich öffnen möchte und teilen möchte, dann gehen wir darauf ein. Hat man als Teilnehmer denn auch die Möglichkeit, seinen Pastor zu treffen, mit dem man jetzt vielleicht schon ein, zwei Jahre mal geschrieben hat? Ja, also zum einen sind wir ein offenes Haus. Jeder kann kommen. Es ist natürlich gut, wenn man vorher mal anruft, dass die betreffende Person dann auch wirklich da ist. Wir gehen aber auch ganz bewusst auf unsere Teilnehmer zu. Also wir haben das nach Bundesländern geordnet und jeder Pastor ist dann in dem Bereich, wo er zuständig ist, auch immer wieder vor Ort und bietet dann so Treffen, Teilnehmertreffen könnte man es nennen, an. Da werden unsere Teilnehmer auch informiert und gesagt, ja, jetzt ist dein Studienbegleiter sozusagen vor Ort, kannst du gerne vorbeikommen, ihn persönlich treffen, persönlichen Austausch suchen. Ja. Und dann kann man ja sogar vielleicht andere Teilnehmer treffen aus seinem Bundesland und vielleicht sogar eine Studiengruppe vor Ort gründen. Richtig, oder wie richtig. Auch immer. Ist auch schon passiert. Also ich weiß konkret, in Freiburg gibt es so eine Gruppe von Teilnehmern, die sich getroffen haben und die jetzt gemeinsam da irgendwelche Materialien, ich weiß nicht genau was, durchstudieren. Das ist ja auch dann schön zu hören. Wie ist es denn, wenn man jetzt so jemanden begleitet hat oder was ist die Erfahrung, der dann vielleicht nach ein, zwei Jahren sagt, gut, Dankeschön, das war's. Ist das schwer, dann jemanden so gehen zu lassen? Oder denkt man dann, ach, vielleicht, das wäre noch gut, wenn er das weiß oder das müsste ich ihm noch sagen? Das entscheiden ja die Teilnehmer selbstständig, oder? Ja, völlig. Also manchmal bricht auch der Kontakt einfach ab und man weiß gar nichts. Ja? Wenn jemand sagt, okay, danke, also hatte ich konkret den Fall bei einer Person, die ich begleitet habe, dass sie gesagt hat, so, jetzt ist es gut, ich habe 3 Kurse gemacht. Jetzt ist für mich auch mal wieder Pause oder Schluss, je nachdem, ich weiß nicht mehr genau, was die Formulierung war. Und wenn das im Guten so läuft, glaube ich, dann ist es,
ist es, glaube ich, schon ganz, sage ich mal, leicht zu verkraften. Ja? Wobei wir jetzt eine Mitarbeiterin hatten, die ist in Rente gegangen nach vielen Jahren und musste quasi auf einen Schlag alle ihre Kontakte sozusagen beenden. Ja? Und die hat schon geknabbert daran. Ja? Das sind wirklich ja auch persönliche Beziehungen. Ist ja auch als Betreuer öffnet man sich ja auch und antwortet ja auch aus seinem Herzen heraus. Und da entstehen schon auch Freundschaften. Ja? Und die sind jetzt dann beendet oder naja, man muss die Leute gehen lassen? Einzelne Ausgewählte führt die Mitarbeiterin sicher weiter, weiß ich auch. Aber man kann natürlich nicht, wenn man nicht den ganzen Tag in einem Büro sitzt und Zeit dafür hat, kann man nicht mit 500 Menschen regelmäßig schreiben. Ja. Das kann man als normaler Mensch nicht. Ist schwer. Nicht mal mit Freunden und Familie. Aber es entsteht wirklich so eine persönliche Beziehung. Ja. Mhm. Ja. Wie ist es denn? Welchen Text sollte denn ein Mensch kennen, der dir über den Weg gelaufen ist? So nochmal zum Ende. Was würdest du sagen, ist dein Lieblingstext aus der Bibel? Gibt es überhaupt einen, den du Menschen mitgeben möchtest unbedingt? Das ist natürlich sehr schwierig. Ja. Ich glaube, ja, man wehrt sich innerlich gegen die kitschigen Texte. Ne? Aber es ist dann am Ende doch so. Es gibt einen Text, der sagt, Gott ist Liebe. Und diesen Satz, der kommt auf vielerlei Arten an verschiedenen Stellen der Bibel vor. Aber ich glaube, das ist am Ende wirklich das, was man mitnehmen sollte aus der Bibel. Ja, oder wenn man nichts weiß über die Bibel, Gott ist Liebe, glaube ich, da steckt so viel drin. Wenn man darüber nachdenkt, kommt man auch auf ganz viel anderes. Mhm. Dankeschön, Sven, für diesen so Einblick auch ganz persönlich in das Bibelstudieninstitut, in die Arbeit. Alles Gute dafür, Gottes Segen. Dankeschön. Und wir sehen uns ja auch hier im Haus. Ja. Liebe Zuschauer, auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie sich für Glaubenskurse interessieren, wenden Sie sich gerne an unseren Zuschauerservice. Wir verbinden Sie gerne mit Sven Fockner und seinem Team. Und Sie haben gehört, daraus können wirklich persönliche Beziehungen wachsen. Und ja, auch ein Studium der Bibel ist möglich. Ihnen alles Gute und bis bald bei Nachgefragt.